von Let's Try Legos Star Wars Figuren, auch ohne Elias. Ja, ich werde jetzt euch nicht immer erklären, warum ich das ohne Elias mache. Den Grund müsstet ihr mittlerweile wissen. Weil, naja, den müsstet ihr nicht wissen, den weiß ja noch nicht mal ich, aber ja, ich nenne euch jetzt einfach mal keinen Grund. Ja, hier sind wir bei der 22. Folge und zwar in Part 2. Und heute machen wir erstmal den Obi-Wan hier. Der guckt schon so scheiße. Ich stelle ihn mir nach vorne. Der guckt böse. Und auch er hat, wie im ersten Part, der wird euch jetzt nicht verlinkt, weil ich erstens nicht weiß, wie das geht und zweitens keinen Bock habe. Klickt einfach mal auf meinen Kanal, bevor ihr das natürlich macht, auf Abonnieren klicken. Und dann sucht euch mal den 22 Part 2 raus hier. Der müsste auch schon aktuell sein, wenn ihr das Video jetzt hochladet. Seht, direkt nachdem ich es hochgeladen habe. Hat er auch wie der andere, also der hier hat wie der hier auch ein orangenes Teil, das haben die beiden nicht, ein orangenes Hemd darunter oder das ist einfach nur eine gebräunte Haut, ich weiß es nicht. Auch einen ziemlich coolen Mantel mit vielen Details, einen coolen Gürtel, der aber nicht vergleichbar mit dem ist, weil der sowieso viel cooler ist, aber egal. Eine beige Hose, das ist ziemlich schlechte Qualität, was ich gerade abziehe. Besser, oh komm, viel besser. So, ein glitzerndes Laserschwert, keine Ahnung, warum er das hat. Ich kann ja auch kein glitzerndes geben, aber dann wäre es ja nicht mehr spannend. Und eine dunkelbeige Hose. Wie in der ersten Folge interessiert es mich mal wieder brennend, ob er hinten auch etwas hat. Ja, drei Beutel und ein Mantel. So, weil mich das auch teilweise sogar interessiert. Ach, guck mal, ich habe den Qui-Gon Jinn sogar gerade in der Hand, kann ich auch mal wieder kurz zeigen. Mal so ganz spontan. Das ist jetzt der Qui-Gon Jinn aus so einem Spezialset. Der hat hier auch so ein beiges Teil. Warte, ich den Mantel hier so hoch mache, dann sieht man das beige. Der hat auch das beige. So, weg mit ihm. Auf jeden Fall wollte ich dem Obi-Wan jetzt mal einen Umhang mal so ganz spontan geben. Und weil ich die nicht zweimal habe, hätte ich das auch nicht vorbereiten können. Jetzt für das Video. Bla bla bla. Ihr könnt euch jetzt Hintermusik denken. Jetzt bin ich fertig. Ich finde, das sieht doch schon viel geiler aus, oder? Und das lassen wir auch jetzt bis zur nächsten Folge so. Aber diese Folge ist noch nicht vorbei. Also, er hat, wie gesagt, und in dem Lavakampf gewinnt er, aber später verliert er auch nicht, denn er wird zum Geist und damit kann ihn keiner auch mehr töten. Er hat auch einen coolen Scheitel. Also, ich habe jetzt gerade den Lavakampf beschrieben. Er hat auch den coolen Scheitel, den man hier ziemlich cool sieht. Und ich habe mal wieder meine Finger im Spiel. Ahaha, gutes Wortspiel. Schon wieder Spiel gesagt. Und damit beende ich auch meine Folge, die wahrscheinlich genau 3 Minuten lang dauert. Ciao.